Tuna wird kalt. Mir hat eigentlich am meisten Spaß gemacht, so zu sehen, wie die Mannschaft so gegrinst hat, als es gesehen hat. Ja, also für mich ist wichtig, dass sich die Spieler wohlfühlen. Und noch ist dieses Hemd ein Kompromiss. Das war in der Kürze der Zeit nicht anders zu regeln. Aber wir werden unsere Vorstellungen noch optimieren zum nächsten Wechsel. Und wie fühlt man sich mit dem Totenkopf auf der Brust? Genauso wie wenn man ein anderes Trikot anhat, aber ich hoffe natürlich auf den Effekt, dass wir die Gegner ein bisschen mit dem Totenkopf einschüchtern können. Kann natürlich auch sein, dass die sich totlachen, wenn er damit kommt. Das kann natürlich auch sein, es kommt immer drauf an, wie wir spielen. Erster Kommentar. Sieht gut aus. Mhm. Fehlt nur der Schriftzug. Ja, war ja eine Notlösung, musste ja schnell gehen. Ja. Schriftzug kommt noch, oder was? Schriftzug kommt noch. Hm? Und, auch zufrieden? Nee, nicht ganz. Oh, wie hätte das denn aussehen sollen? Ein bisschen farbiger. Farbiger? Ja. Nee, hinten auf jeden Fall noch was. Ja, Düsseldorf, da kommt ja noch wahrscheinlich drauf. Düsseldorf kommt ja wahrscheinlich hinten noch drauf. Spielername und Düsseldorf kommt da drauf. Das ist schon richtig. Also ich meine, warum ist das Arak früher viel größer gewesen und das ist, finde ich, etwas klein. Ja, nicht. DFB ist dagegen gekommen. Aber das schwarze Auswärtstrikot, das sieht doch scharf aus, oder? Das habe ich noch nicht gesehen. Du hast das schon gesehen? Ich, ja, ja. Das ist geil, ne? Ja, ja. Das ist ganz schwarz. Ja, ich habe den auch rot. Ganz schwarz. Und das ganz schwarz und roter Stern, glaube ich. Drauf. Und der rote Stern und der Totenkopf in weiß. Ja, das ist ja noch. Ihr schiebt Fortuna irgendwie so eine Mio zu und wollt aber weiterhin nur eure taktischen Anweisungen von der Tribüne runterbrüllen und nicht irgendwie ein bisschen eingreifen? Ja, das ist richtig. Ich glaube, hier sind Leute eingesetzt, die dafür da sind, dass sie was verstehen. Und wir haben dieses Agreement, die Fortuna versucht uns nicht in die Lieder zu reden, wir versuchen denen nicht in die Aufstellung zu quatschen und natürlich wird es manchmal schwer sein, sich da zusammenzureißen, aber wir sprechen das Ganze immer mantramäßig vor uns her, ja? Wir werden uns nicht einmischen und so, damit wir uns auch zurückhalten. Jeder hat die Turbulenzen der letzten Saison und vor allem der letzten Wochen mitbekommen und als wir im Rahmen unserer Möglichkeiten helfen konnten, haben wir es natürlich gemacht und wir sind und bleiben Fans von dem Verein. Wir haben von Fußball genauso viel oder wenig Ahnung wie jeder andere Fan im Stadion auch. Gab es auch keine Diskussionen? Weil ich meine, ihr habt euch ja bisher nie vor irgendeinen Werbekarren jetzt so spannen lassen. Habt das immer so verhindert. Gab es nicht Debatten? Hast du nicht gesagt, hey Leute, nicht Diebel, Sponsor und so? Nee, eigentlich nicht. Würdest du jetzt nicht sagen. Nee. Das ist alles doof. Was stellst du denn für Fragen nochmal? Das ist gar nicht autorisiert, dieses Interview. Jochen Hülder ist der Malcolm McLaren von Düsseldorf. Hör mal, Peter. Da vorne sind die Leute, die man interviewen kann. Gut, lass dich hier nicht so von der Seite an quatschen. Von irgendwelchen komischen Handycams oder so. Muss man hier weg. Jetzt haben sie eine Band als Sponsor, die bekannt ist für Lieder, in denen geht es um Sex, um Alkoholexzesse und so. Wie kommen sie denn damit klar? Gut, sehr gut. Gucken Sie mal viele Titel an, die Toten Hosen haben. Alles aus Liebe, bis zum bitteren Ende. Das kann auch heißen, bis zum bitteren Ende nicht trinken, sondern kämpfen. Also es passt alles sehr gut. Herr Steffes Holländer, bis zum bitteren Ende ist ein ganz brutales Sauflied. Da wollen wir es ja keinen vormachen. Ja, ja, gut, okay. Aber muss man halt anders interpretieren. Ne? Ihr Lieblingslied von den Toten Hosen? Kein Kommentar. Herr Weidemann. Ja, ich kann ja nicht, den Bayern kann ich nicht nennen. Also das sei nicht. Niemals zum FC Bayern gehen, das geht nicht. Das, als Spieler muss es ein Traum sein, zum Bayern zu gehen. Aber das Lied finde ich gut. Aber gucken Sie mal, für Sie stellt sich jetzt auch die Frage, nicht mehr zum FC Bayern zu gehen. Da können Sie doch einfach mal sagen, das ist ein geiles Lied. Das ist auch geil, das ist überhaupt nicht das Thema. Du hast aber hier ein profimäßiges Outfit, das sieht sehr professionell aus. Amateur. Quatscht ihr hier alle Leute komisch von der Seite an irgendwie? Nein, ich sage alten Freunden, mit denen ich im Garten Fußball gespielt habe, sage ich Tag. Ne? Und du warst schon im Garten zu langsam damals bei uns. Ja, aber du hast schon so komische Fragen gestellt gerade. Da habe ich genau gesehen. Die Nationalmannschaft trägt Adiletten. Was sind das? Nike-Letten? Ja, die gibt es auch hier gar nicht. Das ist eine Sonderauflage, die gibt es nur in Italien. Ja, die ist schwierig irgendwie. Ich hätte die auch gern von Umbro, aber irgendwie. Das ist ja das Geile, dass man als Hosenmanager derartig weit rumkommt. Ja, bis nach Italien. Wo man dann orangefarbene Nike-Letten kaufen kann. Jetzt an dich nochmal ernsthaft, wirklich die Frage. Ihr habt euch nie von den Werbekarren spannen lassen. Gab es nicht auch eine Debatte darum, ob man jetzt mit so Prinzipien bricht? Doch, klar. Die gab es. Es gab eine knappe Abstimmung. Um genau zu sein, es war 3-3. Das nenne ich knapp. Ja. Wer hat denn entschieden? Die Münze.
Naja, wir haben dann lange weitergeredet, haben gesagt, ist einfach eine andere Situation. Also wegen Fortuna und mit Diebels, das passt irgendwie. Und deswegen kann man das machen. Und als ihr dann sah, dass Breite die Tränen in den Augen hatte? Da wussten wir alle, wir haben richtig entschieden. So Proteste von Fans, gab es Fans jetzt irgendwie, die sagten, hey, ihr seid Punks, ihr seid hier keine Sponsoren? Überhaupt nicht. Also ich habe nicht ein einziges, nie eine Stimme gehört dazu. Also ich denke, dass alle das okay finden. Das heißt, wenn es um Fußball geht, dann sind die Punks alle... Nee, aber ich denke, wenn es um Fußball geht, gehen sowieso alle ins Stadion, trinken Bier. Und ob man, das ist nun mal, da trinken wir eh einen Diebels. Diebels war hier schon Sponsor und wir sitzen da genauso, haben dann immer getrunken. Also wenn es jetzt wahrscheinlich, keine Ahnung, sag mal irgendwas Doofes, der Volkswagen-Konzern oder... Was noch doofer, Bayer wäre ein bisschen blöd gewesen wahrscheinlich. Hätte sich ja auch Leute gegeben, die es nicht gut gefunden hätten. Und das hättet ihr selber auch als, ja sagen wir mal, Korruption empfunden. Sagen wir mal, es gibt schon eine Schmerzgrenze dann auch.